Was hat es mit dem Schuh, mit dieser Symbolik auf sich? Du bist schon drauf oder was? Nee, warte, ich bin da total drauf. Mach doch mal die Mücken weg. Achso, die Mücken, ja, ja, weg. Guck mal. Sag mal, 2005, das ist ja von 1800. Ist das der neue Flyer? Ja, bestimmt. Nee. Achso, übrigens, heute ist. Was riecht denn hier so schön? Oh. Na, die Konifere da. Aber ich glaube, dein Schuh ist irgendwo hingelatscht. Also, in Bad Braun ist meine. Genau. Guck mal, so schön war das damals. Ja, aber ist doch heute. Das ist doch wahlförmig im Aufstieg. Das war noch erlaubt. Ja. Ja, das war noch erlaubt. Heute muss man den Schab selber schief ankleben. Da gab es noch die Stimmungskanone. Da hat der Kollege bestimmt richtig lange gesessen, um die einzelnen Glittersplitter freizustellen. Achso, da gibt es auch so ein... Der Chinese ohne Schlitzaugen. Gibt es eigentlich so ein Zauberstabwerkzeug? Ja, ja, blum, ja. Du meinst hier wahrscheinlich Bibi Blocksberg-Programm. Ja, hier noch mit ausladender Museumshinweis und so weiter. Ey, wer hat hier den... Gab es da einen Laden 2005? 2005, ja, ich hab's eingeladen. Cool. Ja, ganz krass, wa? Ja, aber das ist doch nicht der richtige Flyer. Was ist das hier? Wie viele Flyer hast du denn jetzt bei hier? 12. Ach, guck mal, hier schon, der mit Ausklappen noch. Der mit der Maschinenpistole. Aber, was hast du denn den anderen hingemacht? Nee, guck mal, ob es vielleicht besser ist hier. Ich glaube, das ist er. Lass uns mal nachschauen. Der ist doch viel kleiner als hier. Ja, was soll denn das? Muss doch hier den Leuten nicht die Illusion rauben. Aber hier, schau doch mal. Das da muss ich ja zoomen. Das ist tatsächlich 2018. Ja. Ja, dann reiten wir da mal wie die Irren durch. Wie genau. Durch die Geschichte im Schweinsgalopp. Ja, die Idee mit dem Lass das Tier raus ist hier schon, der Arbeitstitel ist schon geboren. Da müssen wir mal schauen, ob das dabei bleibt. Aber man kann ja ungefähr erkennen, worum es geht. Der Kollege verschafft sich Durchgang oder Zugang, wie auch immer. Und das war auf jeden Fall eine lustige Nummer. Wir sollen auf jeden Fall auf unser Kracherangebot hinweisen. Das sind hier unsere neuen Schüsse von Xplode. Bis zu 15 verschiedene haben wir davon. Und die gibt es für 1,99. Das kann natürlich nicht immer 15 Sorten pro Laden vorrätig sein. Das werden also hier zugesichert, werden hier immer so 4 bis 5 Sorten. So. Aber die haben alle eine hervorragende Qualität. Wo ist denn da dieser Einklinker, wo das steht? Und da ist der Einklinker, da steht eine gemischte Auswahl aus 15 verschiedenen Sorten von 9 Schüssern. In der Regel immer 4 bis 5 Sorten im Laden. Das ist ja schön. Und da haben wir noch ein paar andere. Ach, ja, Crispas hier, so eine Alias Panda Crash, wenn ihr noch jemand kennt. Also eine Großkaliber, 9 Schussbatterie mit Silberpalmen und Crackling. Ist wirklich ein ordentliches Kaliber. Böser König, so ein bisschen im Style von Blue Diamond, wenn man so die in der Hand hält. Ja, die ohne Invasion immer noch. Ja, und dann dieses Jahr ein paar Kracher hier auf der ersten Seite. Wir haben versucht, ein paar Sachen zu finden, die halt eben auch wirklich zwingend sind. Die sind natürlich jetzt hier bei diesem Motiv, wo er sich da gerade durchquält, etwas schwer zu erkennen, aber ja, die Batterien haben einfach verpflichtet, als sie so schön in der Luft standen, musste das Motiv her. Da. Genau, also ganz wichtig natürlich hier, Funkelblau, blau-grün Blinker, also eine wunderschöne XL Funke-Batterie mit krassen Saleja für 11,50 Euro. Dann die letzten Pyroart D-Böller aus dem Nachlass für 4,50 Euro. Cool. Wer da nochmal quasi Pseudo-Raritäten sichern will, ist hier ganz richtig. Die Double Deck Red für 17,50 Euro. Also eine der besten Batterien, die derzeit am Markt ist. Unser neues Bundle. Dieses Jahr nicht nur 3 Sortimente, sondern sogar 4. Und Adler muss natürlich wieder herhalten, der große 25 Schussfächer und Titanium Blue ein bisschen billiger als im letzten Jahr. Achtung, noch billiger. Erstmalig 0 Uhr Verkauf im Hauptladen. Oh, wer arbeitet denn da wieder nachts um 0 Uhr? Na du. Was? Ist doch klar, oder? Hier steht noch ein kleiner Druckfehler drin, 30. Also wir haben natürlich den 30. Ja, muss mal gucken. Einfach mal an der Tür rütteln, ob jemand aufmacht. Ansonsten geht der Verkauf dieses Jahr natürlich bis zum 31. Wir blättern auf. Nein, echt schon? Da ist er. Ja, die Vielfalt an 5 Batterien ist ein bisschen geschrumpft. Wir haben jetzt nur noch die Missile von Xplode oder die Saturn-Missile von Panda. Hier in dem Fall exemplarisch. Reicht Missile. Dann natürlich immer noch der Kult-Schweinealarm. Seit ein paar Jahren läuft der wirklich sehr gut. Die Leute fragen direkt danach. Dann haben wir hier die Showbrick-Variante Crackle Peony von Leslie mit diesem interessanten Patent zum Zusammenstecken. Aber Vorsicht. Nicht über 2 Kilo zusammenstecken. Ja, zusammenstecken verboten. Ne? Also die Fontäne könnte man sich so halt eben kredenzen, aber daraus keine Menschenkette bauen, die die ganze Straße lang geht.
So, dann den Gold Strike von Fox etwas verbilligt im Zusammenhang, also beziehungsweise im Vergleich zum letzten Jahr. Die Vali, eine schöne Dreiecksbatterie, damals weit über 10 Euro, hier für uns als Schnäppchenangebot 4,99. Der Nugget etwas günstiger, 4,50, große Palmbatterie mit Spitzen. Dann die Ulla, hat ein Jahr lang Pause gemacht. Nichts rennt hier auf Ulla. Cool. Ja, genau, den Witz hast du, glaube ich, bestimmt schon mal gebracht da. Das Einzige, was mir einfällt. Ja, also es ist eine große Fächerbatterie mit einem Titan-Vampira-Effekt und so weiter. Also ah, toll. Geil. Letztmalig die Knallwurst zum Lidl-Preis, jetzt alle nochmal raus, die wunderschöne Knallwurst. Ja, bist du traurig ein bisschen? Ist ja dein persönlicher Artikel letztlich. Ach, wir machen mal eine neue Knallwurst. Genau, Baron Münchhausen, super klassische 16-Schuss-Batterie mit Salven, also mit schnellem Verschuss. Sehr, sehr hübsch. Ja, der Fontänenbereich hier auf der zweiten Seite ist ein bisschen ausgebaut worden. Wir haben den Crackling Bird drin, ein absoluter Topseller aus dem letzten Jahr. Super schöner Feuervogel mit Crackling. Dann natürlich im Einzel-Fontänenbereich, Small Schuko muss sein. Die haben wir letztes Jahr hier. Die Big Shot Bombenrohre, das bessere Set von beiden für 3,99. Das ist natürlich. Und der große Fächer Kölf. Der ist geil. Den zünden wir diesmal dreifach beim Vorglühen. Oder? Genau, also das ist wirklich ein Traum, dieses Ding. Und jetzt hier muss für 8,75. Achso, muss man auch nö, wir sind jetzt hier auf der, das ist so in der Seite 3. Ah, okay. Wir haben keine Moonshravelers mehr von Xbox, dafür aber eine ganze Menge von den Nautilus Screamers, also die schreienden Hälse, wie auch immer, sind da mit 80 Cent dabei. Der Lukas hat mal ein neues Foto bekommen, unser Fünferpack Doppelschlag von Deppifuck alias Xplode. Dann die Bombenstimmung für 3,90 nochmal. Die kurze Lunte muss weiterhin den Pyrocracker ersetzen. Macht es aber auch ganz gut. Vorne immerhin noch zugestopft und so weiter. Ja. Nicht super laut, aber dafür eigentlich doch vom optischen her super schön. Der Oldschool Superböller 2 von Xplode wird unseren Superböller Standardartikel in diesem Jahr ausmachen. Da also einfach mal den schönen leichten Schinken für zu Hause mitnehmen. Der ist wirklich total toll. Nicht nur jetzt vom ganzen Habitus her, sondern allgemein ist es in der Summe letztlich immer noch ein ganz, ganz tolles Produkt. Ist halt geile Feuereffekte beim Zimmer. Ja, also ist ein bisschen falsch aufgezogen worden mit dieser großen Erwartung. Ich finde den in der Summe jetzt aber eigentlich super gut, gerade für den Preis. Der Kalaschnikow nochmal für einen Fünfer, diese schönen Gold Funken Kanonschläge aus Made in Germany. Das ist natürlich super. Beko. So. Der etwas in die Jahre gekommene Kusche Kanonenschlag als 9 Plus Ultra. Hier. Dieses Jahr nochmal für 93 das 10er-Pack. Danach wird das wahrscheinlich die letzte Charge sein. Die Kubis haben so ein bisschen in ihrer Bedeutung nachgelassen. Seitdem sie King und Roter Corsair und die ganzen anderen Premium-Knaller unterwegs sind. Es hat der Kubi ein bisschen schwerer, finde ich. Da muss er zum Beispiel gegen Gina kämpfen. Genau, also hier ist der schon weiter mit XP3. Also legal und zugelassen. Die klassischen Vorbrenner-Knaller, so wie man das... Was sonst? Und der Tower. Ja, der Tower noch mal ein bisschen im Preis gesenkt, aber immer noch ein schöner Hingucker. Und ganz großes Knallkettenkino. Ach so. Eine gigantische Schlagbombe, Adrenalinbombe von Leslie. Das macht viel Dreck und macht viel Spaß. Und der Reiber, wie immer, hier ist 69 Cent. Wir gehen in das Zentrum des Flyers. Und da werden jetzt bestimmt große Augen machen, denn wir haben Big Balls für 2,22 den kleinen Ball. Gab es aber nicht in der Werbung und auch nicht in der Masse und auch nicht zu dem Preis. Dann natürlich hier das abrupte. Damals waren sie billig. Das abrupte Pyro-Battle hatte ich letztens auch erstmal wieder in der Hand. Das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Beutel mit Glanzpunkte, mit Glitzerfontänen, mit Moichuku. Ja, das kommt drauf an, ob du jemanden auf der Straße findest, der genau das gleiche Sortiment hat oder ein anderes von Aldi. Dann könntest du gewinnen. So, dann klassische römische Lichter. Diesmal hier als Standardversion die gute Version von Keller. Oh ja, die ist geil. Und dann halt eben nochmal die normalen 12-Schuss-Rölis von Xplode. Genau auch. Wir kommen zu den großen Batterien. Was, schon? Dieses Jahr letztmalig im Flyer die Heartbeat-Batterie, also der Nachfolger vom Crusader. Große 20-Schuss-Fächer-Batterie mit Crackling und Goldspinnpalme. Als Abverkaufspreis nochmal jetzt der deutsche Preis hier senkt, 17,77 für den riesengroßen Koffer, sollte man sich überlegen. Die Lydia war im letzten Jahr, dieses Jahr gibt es die Haludrin von Bobma Pyrotechnik. Wir lassen da sozusagen Jahr für Jahr mal eine wechseln. Aber ein Kammer schlimmer als schon der Zahn, aber die Lunte ist noch dran. Für 13,80 eine wirklich geile Blinkbatterie mit blauem Sternbouquet. Sollten Sie nicht mal Politiker werden? Sie reden ja nicht. Ja, ohne Punkt und Komma würde Super Show, sagen. Super Show.
Ja, die Super Show 6 muss ja. Wieder? Warum gibt es denn die jedes Jahr? Das wird dann langsam langweilig. Ja, weil die einfach geil ist. Ich meine, ich muss dir mal ein Video angucken. Verlangen die davon immer? Ja, Leute? Und die Leute wollen es einfach haben, genau. Die Extreme hier mit einem schönen Brokat und Blink und Blanc Sterne Bouquet. Und ganz neu dieses Jahr aus dem Nachlass von Pure, die Ivaldi. 500 Gramm Batterie, 14 Euro. Sind zwar quasi nur 28 Schuss. Da werden so ungefähr so 350 NEM draufgehen. Der Rest sind. Das ist eine Fontänenfront, aber trotzdem sehr, sehr schön mit Trauerweiden in Gold. Musikstück gab es da mal. Ja, also du meinst Vivaldi vielleicht. Ja, ist das ein Musiker? Ja, das ist ein Musiker im Endeffekt. Musikant. Die Playground Spezial, die gute Version mit dem Salutfinale am Ende. Also quasi eine Pyro-ähnliches Teil von X-Boot, der Hersteller des letzten Jahres. Und genauso gut einzuordnen sind diese schönen 30 mm 500 Gramm Batterien. Ja, von welcher Firma sind die? Card Crown King Explode und Colorful Glittering Billow. Also so ähnlich vom Baukörper, also identisch vom Baukörper wie Red Lanterns. Und hat natürlich wirklich wuchtige Teile. Red Lanterns, haben wir so erinnert. Was hast du denn eigentlich gebaut? Ist das was zum Fingern? Ja, ja. Ach nee, das ist so eine Art rechteckige Bowlingkugel, ja, kann das sein? Ja, wenn du kannst du die da drin stecken, ja, die werden warm. Ja, ich merke schon, das ist ja so eine Art Rundgrill. Ja, genau. Können wir da hier vielleicht den... Da können wir nachher, den kann ich nachher mein Essen warm machen, was gerade kalt wird, oder den Schuh grillen. Ja. Nee, ja. So, wir machen hier mit der Seite weiter. Flatrate, 7,99 Top-Artikel für den Preis, genauso wie Take It für 6,99. Latte-Rate. Wir haben dieses Jahr Take das Powergriff da mal drin, das Madhouse macht mal Pause. Ach, das ist Take It. Und also, sind ganz neu. Prima so. Ja, also total. Und dieses Jahr macht hier nochmal der Megapack auf sich aufmerksam. Ein großes XXL-Familiensortiment von X-Boot mit der ganz großen Raketenserie aus dem ursprünglichen Flatrate von X-Boot. Ach so. Hat der wirklich eine riesen Raketenserie. Ja, stimmt, hatte. Ist ja quasi wie das Powercraft, nur dass bei dem Flatrate damals noch eine größere Raketenserie verbaut war in der obersten Reihe. Das Flatrate ist ja, sag ich mal, eher so standardmäßig von der Größe her. Und diese ganz große Serie ist halt eben hier oben drin. Ja? Ja, zusätzlich hat man halt eben bei diesem Set noch einen Flieger, einen 10er-Pack Superballer 2. Ja, die ist geil, diese, so eine dünne so eine Packung Zellophan. Aus so Zellophan. Genau. Ja. Dann ein Vulkansortiment, eine Knallkette und noch Crackling-Bälle. Also wirklich ein super Set für 11 Euro. Also ich muss verrückt sein, genau. Wenn das, wie viel kostet 11 Euro? Ja. Das ist ja geschenkt. So, dann das Zwirbelsortiment, das sind so eine Max-NEM-Treiberraketen, auch sehr schön. Ja, die sind immer gern genommen. Ne? Und weil hier danach geschrien wurde, gibt es also auch nochmal ein Premium-Knall-Sortiment, Sortiment, Schachtel von, hier von Nico bzw. Fire-Event, der Rote Corsa. Die beste Rakete Deutschlands, muss natürlich sein, 10 Raketen. Und der Pyro-Shopper-Baby-Knallrakete, hier 100 Stück für 1,50 Euro. Ach cool, diese Mini, da haben die Kinder hier schon was zu tun. Ja, genau. Ja, diese reden immer laut genug. Ja. Komm, wir können lauter. Wir haben dieses Jahr das Salvador Remix mal mit reingenommen. Das ist also die grüne Version von dem, was wir letztes Jahr schon als Angebot hatten. Also hier ein großes Sortiment mit 11 Raketen, 12 Batterien, darunter halt eine XXL-Finalbatterie. Und ich hatte mal ausgerechnet, wenn man also jetzt für die 11 Raketen einfach mal sagt, einen schlanken Zehner, also ein bisschen unter einem Euro pro Rakete, sind ja große Raketen, kosten die Batterien im Durchschnitt dann ungefähr noch 3,30 Euro. Also ja, das ist wirklich ein super Schnepper. Das kann man, ja, das sieht aber schon gut an Berlin-Touristen verhökern. Ja, mal schauen. Einfach unterm Arm, genau. Um mitzumachen bei der Schlacht. Ja. Es gibt natürlich wieder viele Neuheiten neben dem ganzen Flyer-Angebot. Das sind natürlich vorrangig Funkartikel, 10er und Evolution. Ja. Also da kann man sozusagen gespannt sein. So, dann machen wir wieder zu den Laden. Die Seite kennen wir schon. Jetzt kommen wir zu den Wichtigsten, wo wir nämlich sind. Das steht schon alles. Das können wir quasi ja noch gar nicht wirklich verraten. Wir haben erstmal hier oben noch sozusagen den Platzhalter vom Bleigießen, was ja sozusagen vom Flyer jetzt verschwunden ist. Gibt es das schöne Party-Stimmungssortiment von Robert mit einem Konfetti-Shooter und schönen Raketentischbomben. Und als kleiner Batterieabsacker die Imagine JW107 für schlanke 10 Euro. Okay. Klassikerläden sind wieder da, das heißt also Marzahn, Blumberger Damm ist da. Ja. Wir haben die Berliner Allee, wo jetzt auch schon der Cut-1-Laden läuft. Und wir haben natürlich die Breite Straße wieder. Es gibt auch den Laden in der Bornholmer sowie den Laden in Moabit. Zwei Läden sind quasi zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch vakant. Das heißt also, die Verhandlungen laufen. Mhm. Eins davon wird auf jeden Fall der Hauptladen werden. Wir sind mal gespannt, wo das sein wird. Okay. Da einfach noch ein paar Tage Geduld, bis dann die echte Version vom Flyer kommt, wo dann auch hoffentlich alle Fehler, wie zum Beispiel verkauft, 30.12., dann ausgemerzt sind. Ja. Wir merzen ja Fehler aus. Ja, mal gucken, ob wir das mit dem Slogan noch ein bisschen verändern. Ansonsten kann nur sagen,
Lass das Tier raus. Flyer 2018. Ich habe Angst. Zu Nikolaus. Bitteschön. Ja, sagen wir, Sie sollten echt Verkäufer werden. Nein. Gut, dann kann ich was essen. Danke.